Ja, willkommen Leute! Die letzte Etappe der Vuelta a España 2019 hier in unserem Let's Watch. Wartet auf uns. Von Fuenlabrada geht's nach Madrid, etwas mehr als 100 Kilometer. Die Favoriten für heute sind nochmal die Sprinter, Fernando Gaviria zum Beispiel, Sam Bennett, Fabio Jakobsen, Philipp Gilbert, Edvald Boasson-Hagen, Edvard Teuns, Marc Sarro, Maximiliano Richese, Stanek Stieber, Phil Bauhaus und Nikias Arndt. Max Walscheid ist ja heute kein Favorit mehr, weil er leider bei der gestrigen Etappe aus dem Zeitlimit geflogen ist. Das ist sehr schade. Aber ja, mal schauen, was heute nochmal für eine Etappe gibt. Ob die Sprinter sich durchsetzen können oder ob wieder mal eine Ausreißergruppe durchkommt, so wie es gefühlt die ganze Vuelta der Fall war. Wir werden es sehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Und nach einem kurzen Schnitt sehen wir uns im Rennen wieder. So, liebe Freunde, da sind wir also. Letzte Etappe der... Genau. Letzte Etappe der La Vuelta 2019. Das ist das Profil dieser heutigen Etappe. Von Fuenlabrada nach Madrid geht es. Und der ein oder andere von euch weiß es mit Sicherheit, dass Fuenlabrada auch mal eine Radsportmannschaft hatte, oder? War das nicht die Vorgängermannschaft von Team Movistar? Hießen die nicht früher Kelme Fuenlabrada? Oder war es Relax? Nee, es war Relax. Stimmt, es gab eine spanische Zweitligamannschaft namens Relax Fuenlabrada. Das war das. Richtig. Ja, die ersten Attacken für heute gibt es schon. Jaco Venter und Tobias Ludwigsson sind es, die sich versuchen abzusetzen. TJ van Garderen geht mit, auch Manuele Boaro und Kras ist mit dabei. So, und dahinter passiert dann erstmal nichts weiter. Aber wir sehen tatsächlich mal die Sprintermannschaften, die sich hier einreihen. Es ist ja der Wahnsinn. Und auf Seiten von Burgos Beache gilt es wohl heute, sich auf Chess Bowl zu stützen. Das habe ich hier gar nicht eingestellt, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, der ist von Burgos Beache der Beste. Also heute alle für Bowl. Matrazzo interessiert auch kein Mensch. Genau. Ja, also Burgos Beache heute in Diensten von Jesse Bowl unterwegs. Ich denke, das ist der erfolgsversprechendste Kandidat. Ja, vorne also fünf Ausreißer an der Spitze. Tobias Ludwigsson ist mit dabei. Jaco Venter, TJ van Garderen, Manuele Boaro und ich glaube Stefan heißt er, oder Steff, krass, aus Belgien von Katjuscha Alpecin. Katjuscha Alpecin übrigens eine Mannschaft, die noch keinen Etappensieg hat bei dieser Vuelta. Groupama FDJ hat deren zwei. Das war einmal Steve Morabito bei Etappe 7 und eben auch Ludwigsson selbst. Der konnte die 17. Etappe gewinnen. Education First, auch mit zwei Siegen. Einmal der überraschende Sieg von Docker und dann der Sieg von Carthy. Astana, ebenfalls zwei Etappensiege. Einmal konnte Omar Freile gewinnen, einmal die Mannschaft Astana selbst sozusagen durch das Mannschaftszeitfahren direkt zu Beginn. Und Team Dimension Data, also die Mannschaft von Jaco Venter, hat auch schon zwei Etappensiege vorzuweisen. Beide von Benjamin King, der wohl das Rennen seines Lebens gefahren ist. Also der Boy ist mir tatsächlich noch nie so ins Auge gefallen wie bei dieser Rundfahrt. Da hat er ja mal richtig abgerissen. Fährt ja auch heute wieder mal im Trikot des Bergbesten. Das Trikot trägt er übrigens seit Etappe Nummer 9. Also schon seit Ewigkeiten. Und hat es wirklich verteidigt wie ein ganz, ganz großer. Ja, manchmal waren auch die Entscheidungen der Gegner ein bisschen fragwürdig. Also so mit letzter Konsequenz wurde dann nicht versucht, es ihm abzuluxen. Aber hey, was soll's. Zu den kämpferischsten Fahrern möchte ich jetzt an der Stelle noch gar keine Stellung beziehen. Da möchte ich noch nichts sagen, denn da gibt es ja auch heute noch wieder das Voting. Ich möchte auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank sagen an alle Zuschauer, die da mitgemacht haben, immer abgestimmt haben für ihren kämpferischsten Fahrer der jeweiligen Etappe. Das war wirklich sehr schön, dass man sowas mittlerweile auch in der Community mal machen kann, weil halt einfach genug Leute da sind, mit denen man es machen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Also vielen, vielen Dank an jeden, der dort mitgemacht hat. Ich denke, die kämpferischen Fahrer werde ich dann
entweder in einem extra Video nochmal küren oder bei den anderen Projekten, PCM 18 oder sowas. Aber ich glaube, ich mache ein extra Video, weil damit die halt auch nochmal gekürt werden. Einsehen könnt ihr sie natürlich unter der Statistikentabelle bei dem Reiter Vuelta. Ne? Da könnt ihr natürlich gerne reinschauen. Dort steht es natürlich auch drin, ist ja klar. Aber ich musste halt immer so ein bisschen, logischerweise muss ich immer ein bisschen warten, bis die Folgen bis sie online gewesen sind, damit auch die meisten halt ihre Stimme abgeben konnten. Und deswegen möchte ich da jetzt nicht schon, ja, also wie soll ich denn jetzt sagen, wer heute zum Beispiel Kämpfer des Tafara ist? Die Etappe vom gestrigen Tag, diese Bergetappe, die habe ich auch gerade erst aufgenommen. Also von daher wäre das Quatsch, könnte ich nur lückenhaft sagen. Ja, also von dem her gesehen passt das. So, die Ausreißer, also vorne, hinten das Feld mit den Sprintermannschaften unter anderem, die da versuchen, das Rennen so ein bisschen zu kontrollieren. Wir haben noch 35 Kilometer bis ins Ziel, also gar nicht mal mehr so viel. Und ja, die Ausreißergruppe hat nicht so viel Vorsprung. Es sieht also nicht danach aus, als könnte einer dieser fünf heute die Etappe gewinnen. Eine Minute 17 noch für die Ausreißer. 30 Kilometer noch bis ins Ziel. Und hinten sind es vor allen Dingen Bora und UAD. UAD sei schon. Das ist die Abkürzung aus irgendwelchen Gründen. Aber natürlich ist die Mannschaft UAE. Und das sind die Teams um Fernando Gaviria und um Sam Bennett. Die zwei sehr, sehr starken Sprinter. Ja, immer noch die Ausreißer vorne. Gute Jungs sind es durchaus. Also ordentlich starke Rennfahrer hier, die sich abgesetzt haben. Aber heute sieht so aus, als wären die Sprintermannschaften auf jeden Fall heiß auf den Sieg. Gab ja zwei Flachetappen in den letzten Wochen oder in den letzten Etappen halt, ne, in den letzten Folgen. Wo die Sprintermannschaften jetzt nicht so wirklich heiß drauf waren, wo eigentlich gar nichts passiert ist, so im Prinzip. Wo man sich gedacht hatte, yo, das wäre was für die Sprinter, aber dann kamen halt doch Ausreißergruppen durch. Keine Ahnung, woran das lag. Heute sieht es aber so aus, als wären wirklich alle auf einer Linie und als würde man die Ausreißer auf jeden Fall einholen wollen. Felix Großschartner macht jetzt Tempo. Der selbst übrigens 32. in der Gesamtwertung ist, also auch da gar nicht mal so schlecht platziert. Heinrich Hauser ist mit dabei und vorne gibt es Attacken. Jaco Venter und TJ van Garderen haben es gerade kurz versucht, aber es hat sich wohl schon wieder erledigt. Tempo ist jetzt nicht mehr so hoch vorne, hinten hingegen bolzen sie wie die Sau. Und einige Fahrer fallen zurück. Da gab es wohl einen kleineren Sturz im Feld. Und jetzt gibt es die nächste Attacke. Tobias Ludwigsson greift an und TJ van Garderen geht schon wieder mit. Jaco Winter versucht jetzt die Lücke zu schließen. Wenige Sekunden Vorsprung noch vor dem Hauptfeld. Van Garderen und Ludwigsson kommen nicht weg. Van Garderen versucht es jetzt aber selbst nochmal. Aber er kann sich hier nicht absetzen. Von der Spitzengruppe. 12 Kilometer noch bis ins Ziel. Die Gruppe hat durch die ganzen Attacken jetzt dann doch wieder einen halben Minuten Vorsprung rausfahren können. Aber der schmilzt jetzt natürlich, weil sie alle Kräfte gelassen haben durch diese Attacken. Jetzt noch 10 Kilometer bis ins Ziel. Peter Stettina gibt richtig Dampf. Die Gruppe funktioniert jetzt auch nicht mehr so geschmeidig. Und Jaco Venter, der scheint sich jetzt hier nochmal abzusetzen. Nein, nicht ganz. Und das Hauptfeld hat die Gruppe gestellt. Damit also Karten neu gemischt. 6 Kilometer vor dem Ziel sind so langsam aber sicher die Sprinter gefragt.
Formulo macht das Tempo. Carapaz hat hier auch seinen Zug für oder von der Movistar-Mannschaft. Und wir haben tatsächlich Bennett und auch, jetzt ist Mercato vorne. Und jetzt kommt Gaviria mit dem UAE-Zug. Und da sind irgendwie alle anderen nicht so wirklich auf der Höhe gewesen. Fernando Gaviria sprintet. Aber kann er es durchziehen? Nö, kann er nicht. Sam Bennett kommt da mit der höchsten Endgeschwindigkeit. Gaviria wird Zweiter. Und schau dir das mal an. Alejandro Valverde sichert sich Platz 3 und dürfte damit am letzten Tag Platz 4 zurückerobert haben. Da wirst du doch verrückt. Hier gab es noch eine kleinere Lücke. Ich glaube aber nicht, dass die zu Zeitabständen geführt hat. Aber so wie ich das sehe, hat Alejandro Valverde tatsächlich dafür gesorgt, dass er jetzt am Ende des Tages Vierter in der Gesamtwertung ist. Wir werden es uns gleich nochmal ansehen. Hier sehen wir es also, wie Gaviria da dann doch die Luft ausgeht im Sprint. In echt würde sich so ein Gaviria wahrscheinlich niemals diesen großen, großen Vorsprung, den er hatte, noch stehlen lassen. Aber okay. Sam Bennett kam dann dementsprechend mit einem großen, großen Überschwung an Geschwindigkeit nochmal ran. Hier sehen wir es nochmal. Ja, also, Etappensieg für die Mannschaft Bora von ganz, ganz hinten. Hier sehen wir es beim gelben Pfeil hier. Kam er heraus, hat sich lang zurückgehalten und konnte dann die Etappe im Sprint gewinnen. Also, Sam Bennett, der Ire, mit seinem zweiten Etappensieg bei dieser Vuelta vor Fernando Gaviria und Alejandro Valverde. Vierter Omar Fraile, der hat das wahrscheinlich noch verhindern wollen, dass Valverde Dritter wird. Dann Hagen, Arndt wird Sechster, Sarro Siebter, Meskec, Venturini und Richese. Das sind die Top 10 von heute. In der Gesamtwertung Nairo Quintana, also Sieger der Vuelta vor Roglic und Pools. Valverde tatsächlich noch mit einer Sekunde Vorsprung Vierter vor Jakob Fuglsang. Dann Kruiswijk, Fraile, Lopez, Kelderman und Uran. Ja, die Bergwertung holt sich Benjamin King, der wohl aktivste Fahrer während der kompletten Vuelta. Kann man wohl so sagen, vor Jesus Herrada und Esteban Chavez. Also er hat unglaublich viel gemacht, 2 Etappen gewonnen, die Bergwertung hat er sich geholt. Was für eine erfolgreiche Rundfahrt für ihn. In der Punktewertung gewinnt Alejandro Valverde ganz dünn vor seinem Teamkollegen Nairo Quintana. Also am letzten Tag nimmt er dieses Trikot nochmal ab und gewinnt die Punktewertung. Wout Poels wird dort Dritter. Dann haben wir die Nachwuchswertung. Miguel Ángel López gewinnt relativ ungefährdet das weiße Trikot. Nur an einem Tag musste er es abgeben. Das war die 5. Etappe. Da hat Rafael Guerrero es kurzzeitig tragen dürfen für einen Tag. Ansonsten Start-Ziel-Sieg von Miguel Ángel López. 2. Pogacar, 3. Hart. Und dann das Team Movistar mit dem Sieg in der Teamwertung vor Astana und Jumbo. Also, Glückwunsch an Nairo Quintana. Und ich mache jetzt hier mal wieder in-game. Mache ich die Musik an? Nö, ich mache unsere Musik an. Die müsste eigentlich noch im Hintergrund laufen. Ja, da ist sie. Also, Sam Bennett gewinnt den Sprint auf der letzten Etappe vor Fernando Gaviria und Alejandro Valverde, der ein ordentlicher Sprinter ist. Aber dieser dritte Platz überrascht einen dann doch. Boas van Hagen wird 5. Nikias Arndt 6. Sehr stark von ihm. Dann Sarro. Luca Meskec auf Rang 8. Turini auf Venturini natürlich auf Rang 9. Richese 10. Dann Edward Toyns, Phil Bauhaus und Jampi Drucker. Zeitabstand gab es dann keinen mehr, wie ich schon gesagt habe. Das wäre auch ein bisschen frech gewesen. Hier hinten war noch eine Gruppe der Abgehängten unterwegs. Aber auch das hat jetzt nicht so den großen Einfluss am Ende gehabt. So, Gesamtwertung. Nairo Quintana gewinnt also die Vuelta a España 2019 in 89 Stunden, 19 Minuten und 28 Sekunden. Gewinnt er dieses Rennen über 21 Etappen. 2. Primoz Roglic, 2 Minuten 34 zurück. Wout Poels mit einem überragenden 3. Platz, das muss man ganz ehrlich so sagen.
hätte ihm wohl vor dem Rennen keiner zugetraut und er hat auch so ein bisschen profitiert von einem komischen KI-Aussetzer wie Quintana auch selbst. So will ich es zumindest mal nennen. Auf der anderen Seite hat er Platz 3 ja auch wunderbar verteidigt über diese 3 Wochen. Das muss man auch erstmal schaffen. Alejandro Valverde wird am Ende 4., 5. Jakob Fuglsang, ganz, ganz dünn. Zwischen den beiden war es dann am Ende. Steven Kruiswijk landet auf Rang 6, war ja zwischendurch auch mal im roten Trikot unterwegs, hat das dann aber auch relativ leichtfertig hergegeben. Omar Freile wird 7., auch das hätte man wahrscheinlich nicht erwartet, ich hätte ihn nicht unter den Top 10 gesehen. Miguel Ángel López wird 8., Wilco Kelderman landet auf Rang 9 und Rigoberto Urán wird 10. Auf Rang 11 landet der junge Pierre-Roger Latour. Sehr gutes Rennen von ihm, muss man sagen, war ja lange Zeit unter den Top 10. Richard Carapaz wird am Ende 12., auch das ist okay als Helfer. Fabio Aru landet auf Rang 13, ganz dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Tadej Pogacar aus Slowenien, der wird 14. Rafał Majka landet auf Rang 15, 16. Jesús Herrada, 17. Mikel Nieve, 18. Tao Geoghegan-Hart, 19. Davide Formolo und 20. Marc Soler. Und ich glaube, ist natürlich der zweitbeste von den Neos. Da gab es ja noch einen. Gehen wir mal die Gesamtwertung durch pro Team. Also von Ajou Desert natürlich ganz klar Pierre-Roger Latour, der Beste mit Platz 11. Dann haben wir die Mannschaft Astana mit Fuglsang auf Rang 5, Freile auf Rang 7 und Lopez auf Rang 8. Also das ist doch mal wirklich aller Ehren wert. Bahrain Merida, bester Fahrer war Marc Padun. Den habe ich, glaube ich, auch als Kapitän am Anfang ausgerufen. Er wird 23. mit 38 Minuten Rückstand. Hermann Pernsteiner musste unterwegs das Rennen leider aufgeben. Dann haben wir Bora Hansgrohe mit Platz 15 durch Rafał Majka und Platz 19 durch Davide Formolo. Also ich denke, auch das ist okay für diese Mannschaft. Burgos Beatsche war ja irgendwie zum Scheitern verurteilt. Angel Madrazo hat die beste Platzierung in der Gesamtwertung eingefahren als 53. mit 1 Stunde 40 Rückstand. Also von denen hat man wirklich so gar nichts gesehen. Caja Ural sieht ähnlich aus. Dort hat Sergej Černecki aus Russland die beste Platzierung in der Gesamtwertung eingefahren mit Platz 57. CCC, dort war es Victor de la Parte. Der ist 24. am Ende mit 40 Minuten Rückstand. Bei Cofidis ist es natürlich Jesús Herrada, 16. Platz mit 19 Minuten 11. De Koning Quickstep, ja, ein bisschen überraschend. Philipp Gilbert, bester Mann in der Gesamtwertung, nicht James Knox. Also das hätte ich auch nicht erwartet. Aber beide an die 2 Stunden Rückstand. Bei Education First konnte Rigoberto Urán immer in die Top 10 sichern. Auch Hooch Carsi war in der Gesamtwertung lange Zeit ganz gut platziert, muss man sagen. Dann haben wir die Euskadi Basque Country Morias mit Oscar Rodriguez als besten Mann, aber auch schon weit über 1,5 Stunden Rückstand für ihn. Groupama FDJ, bester Platz durch Steve Morabito auf Rang 50, 1,5 Stunden Rückstand für ihn. Ähnlich sieht es bei Lotto Sudal aus, Thomas De Gendt als 29. fast 1 Stunde Rückstand. Dann Mitchelton Scott mit Mikel Nieve als bestem Resultat, 17. Platz in der Gesamtwertung. 26:37 sein Rückstand. Movistar natürlich mit dem Top-Resultat. Sieg durch Quintana, 4. Platz Valverde, 12. Platz Carapaz und 20. Soler. Da kann man sich echt nicht beschweren. Dimension Data, bester Mann der Gesamtwertung. Ja, wer wohl? Benjamin King, Platz 30, fast 1 Stunde Rückstand auf Quintana. Team Ineos, naja, ganz klar, Wout Poels, 3. Und dann Tao Geoghegan-Hart auf Rang 18, auch ein starkes Resultat. Vielleicht nicht ganz die Ansprüche von Ineos, aber man muss halt auch beachten, die ganz großen Fahrer haben hier halt gefehlt und insofern ist ein Podiumsplatz, denke ich mal, extrem stark. Team Jumbo-Visma mit Platz 2 von Roglic und Platz 6 von Kruiswijk. Werden sie vielleicht nicht ganz zufrieden sein, wer Zweiter ist. Der will das Rennen natürlich auch gewinnen, also vielleicht ein kleiner Wermutstropfen. Bei Katyusha war der Beste Navarro mit Platz 35. Bei Sunweb war der Beste natürlich Kelderman mit Platz 9. Bei Trek war Stettina der Beste. Mit 2 Stunden Rückstand wurde er 68.
Bei UAE waren es Aru und Pogacar auf Rang 13 bzw. 14. Und damit sind wir das Ganze hier auch durchgegangen. So, dann haben wir noch als letztes die Statistiken darüber, wer denn was wie oft hatte. Also, Tage im roten Trikot, fangen wir damit an. Erstmal nach Teams. 2 Tage im roten Trikot gab es für die Mannschaft Astana. Einmal durch Dario Cataldo und einmal durch Omar Freile direkt zu Beginn der Rundfahrt. Dann gab es insgesamt auch 5 Tage in Rot durch die Mannschaft Lotto NL Jumbo, beziehungsweise Jumbo Visma heißen sie ja. 4-mal Steven Kruiswijk und einmal Primoz Roglic. Groupama FDJ konnte auch einmal das rote Trikot tragen, Tobias Ludwigsson war das. Und dann eben insgesamt 13 Etappen lang Nairo Quintana ab der Etappe 9 durchgehend. Nach Nationen aufgeteilt gab es ein Trikot für einen schwedischen Fahrer, für einen slowenischen, für einen spanischen und für einen italienischen. 4-mal rotes Trikot für die Niederlande, das war eben Kruiswijk, und 13-mal für Kolumbien, also für Quintana. Was die Etappensieger angeht, gab es keine wirklich dominierende Mannschaft in dieser Vuelta. 3 Etappensiege ist der Top-Wert, das ist die Mannschaft Bora Hansgrohe, 2-mal Sam Bennett und 1-mal Davide Formolo, also mit Etappensiegen. 2 Etappen konnten gewinnen Astana, Education First, Team Emirates UAE, Team Bahrain Merida, Groupama FDJ, Dimension Data und Movistar. Und jeweils 1 Etappensieg gelang Jumbo Visma, Caja Rural, Mitchelton Scott und Lotto Soudal. Bei den Nationen sieht es ähnlich auch aus. Auch da fehlt die große dominierende Nation. Kolumbien und Spanien sind da die Besten, konnten jeweils 3 Etappen gewinnen. Zum einen die Kolumbianer mit Gaviria, Quintana und Chavez. Und die Spanier mit Freile, Valverde und Pardilla. So, 2 Etappensiege gab es jeweils für Irland durch Sam Bennett, die USA durch Benjamin King und durch die Slowenen durch Roglic und Pogacar. Und jeweils 1 Etappensieg gab es für die Länder Kasachstan, also das war Astana durchs Mannschaftszeitfahren. Australien, Österreich, die Schweiz, Italien, Großbritannien, Schweden, die Ukraine und Belgien. Kein deutscher Etappensieg leider, das ist auch schwach. Auch kein deutscher in der Gesamtwertung irgendwo weit vorne. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wer ist denn der beste Deutsche bei dieser Vuelta gewesen. Uiui, da müssen wir ganz schön scrollen. Es ist tatsächlich Toni Martin auf Rang 63. Alter, das ist hart. Ja. Das war's also in Sachen Vuelta. Wie gesagt, es gibt dann nochmal in ein paar Tagen die Info, wer der kämpferischste Fahrer der Vuelta war. Das kann ich halt, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen. Das gibt's dann, wie gesagt, in ein paar Tagen. Und dann gehe ich auch gerne nochmal auf alle kämpferischsten Fahrer während den einzelnen Etappen ein, ne? Weil wir das jetzt während den Let's Play-Videos so gut wie gar nicht gemacht haben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und unterhalten. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, es war mal wieder ein entspanntes Projekt nach den ganzen PCM-Dingern, die wir hatten, wo ich ja immer selbst steuern muss, ne? Immer selbst das Team managen muss, ist das immer ganz interessant und entspannt vor allen Dingen. Dann halt auch mal die Kontrolle komplett ans Spiel abzugeben, einfach nur zuzugucken und das Ganze zu kommentieren, das macht mir auch immer echt viel Spaß. Und ja, Nairo Quintana, also Sieger der Vuelta, hier bei uns auf dem Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Projekt fandet und ob ihr gerne nochmal sowas sehen würdet. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und planmäßig müsste es jetzt weitergehen mit den ganz normalen PCM-Projekten wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und ciao.